grüße euch. Wir sind am Fuß des Maria-Plein-Bergs. Maria-Plein, das ist ein alter Wallfahrtsort nördlich von Salzburg und der aktuelle Sendestandort der Radiofabrik für die Hauptfrequenz 107,5. Wenn man hier genau auf das Dach des Gasthauses sieht, sieht man bereits unsere Antennen. Die Einbauten unterhalb, das wird euch der Markus dann später zeigen. Und er wird euch auch über das Problem dieses Standorts etwas sagen. Am rechten Bildrand sieht man schon diesen Hügel. Und dieser Hügel hindert unsere Rundfunkwellen daran, Richtung Osten sich auszubreiten. Und im Osten von hier aus gesehen liegt das Salzburger Seengebiet, Eugendorf, Seekirchen, Elixhausen und so weiter. Und unser Ziel ist es selbstverständlich auch in diese Richtung ordentlich abzustrahlen, damit die Leute dort ordentlich Empfang haben. Wir sind jetzt im Dachboden vom Gasthof von Maria Plein. Was man hier sieht, ist ein Sendestandort, nämlich unser vorhandener 107,5. Es benötigt sehr wenig Platz, die gesamte Technik unterzubringen. Die Technik ist in Racks drinnen verschraubt, die der Markus dies jetzt gleich erklären wird. Es ist hier dunkel, worauf ich auch gleich hinweisen möchte. Man sieht das in der Videoaufnahme noch nicht so gut. Es ist hier sehr ein bisschen gefährlich. Das heißt, das Dach ist etwas undicht. Wir müssen regelmäßig Reparaturen machen. Es ist nicht so leicht, hier dazu zu kommen. Und deshalb wäre es wichtig, auch wie hier die Technik eingebaut ist, einen besseren Standort zu suchen. Es ist nicht optimal hier. Wir befinden uns jetzt im Sendekobel der Radiofabrik, des Hauptsenders der Radiofabrik, der 107,5 MHz Sender. Unser stärkster Sender, der über die drei Viertel der Stadt Salzburg sendet. Wie man hier sieht, unser Riesenaufwand mit zwei Klimaanlagen, denn selbstverständlich ist es notwendig, sollte eine Klimaanlage ein Problem machen oder gar ausfallen, dass ein zweites Backup-System vorhanden ist, das sich dann automatisch aktiviert. Kostet wahnsinnig viel Strom, kostet auch viel Wartung und laufende Kosten, die man sich gerne sparen würde, die wir gerne dann natürlich in sinnvollere und wertvollere Dinge investieren, als nur die Abkühlung dieses Raumes, den wir mit unseren Sendeanlagen wieder aufheizen. Kurze Erklärung zu den Geräten. Wir haben hier zum Beispiel das RDS, das ist das, was uns im Autoradio zum Beispiel verrät, auf welchem Sender wir sind. In unserem Fall steht hier R-Fabrik, da man nur 8 Zeichen setzen kann. Und unser Sub-ID heißt Radiofabrik, Freies Radio für Salzburg, Vielfalt ist Kultur, aber auch nicht mehr lange. Unter diesem RDS-Gerät sehen wir einen Hochfrequenz, also einen Rundfunk, Vorverstärker und Exciter, der praktisch das Audiosignal in Radiowellen umwandelt. Und wiederum darunter sehen wir die Endstufe, die dann letztendlich die absolute Sendeleistung auch erzeugt. Das heißt, dass der Vorverstärker beschickt den Hauptverstärker und dieser wiederum geht dann über die Filteranlage ganz unten auf die Antennenanlage am Dach oben. Die Signalzubringung ist auch immer so eine Sache. Wie bekommt man das Signal vom Studio im extremen Süden Salzburgs in den totalen Norden von Salzburg? Das erledigt man heutzutage mit einer sogenannten Standleitung der Telekom. Ist aber auch eine kostspielige Angelegenheit, wo wir hier die Geräte sehen, empfangsseitigen Geräte sehen. Die Datacom-Gerät und der sogenannte Audio-Codec, der die digitalen Signale wieder in analoges Audio rückwandelt. Zum Ohr uns.
wir befinden uns jetzt vor dem eigentlichen Objekt der Begierde. Dieser Mast hinter uns ist annähernd 40 Meter hoch. Wenn wir Glück haben, kommen wir auf 30 Meter rauf, bekommen auch die statische und sonstige technischen Zusagen und Genehmigungen. Und von diesem etwa 160 Meter höher gelegenen Standort, der noch dazu nach Osten hin völlig freies Sichtfeld bietet, also ins Seengebiet, ins Salzburger Seengebiet, wird für uns einfach die optimale Abstrahlung ergeben und damit auch eine massive Erweiterung unserer technischen Reichweite. Alf, was meinst du dazu? Ja, wir freuen uns natürlich schon darauf, weil es wird unseren Hörerinnen helfen, es wird uns helfen. Wir bekommen natürlich schon hin und wieder Wünsche, dass wir im Seengebiet drüben empfangbar sind, dass wir auch in Salzburg besser empfangbar sind. Und ihr müsst euch einfach vorstellen, dass hier drinnen, wo man im Hintergrund diese zwei grünen Container sieht, ein dritter Container von der Radiofabrik stehen würde, da wäre unser neuer Standort. Und das ist ein bisschen im Zusammenhang mit unseren Goodies, die wir für das Crowdfunding haben. Hier soll eine Messingtafel sein mit allen Spenderinnen und Spendern. Und nochmal, der Sender, der deinen Namen trägt, so würde dann dieser Sender hier heißen. Yeah! Yeah. Der blaue, grüne Rauch der Radiofabrik zieht über den Himmel Richtung Sender. Hinter uns ist der neue Sender, hinter euch da auf der anderen Seite ist der neue Sender. Und jetzt hört leider zum Rauchen auf und wir starten. Yeah. Und er hebt ab, ja, er fliegt. Und vielen Dank für jeden Cent, vielen, vielen Dank, jawohl. Okay, sehr geil. Wunderschön. So. Die Radiofabrik Salzburg sagt herzlichen Dank. The flying vehicle is a bit smashed, as well as his flying object, I suppose. But I don't mean to be mean, so I don't dare to laugh. Ouch! Well, it hangs in the tree, like a little bee. Shabdiwi, shabadoo.